einen Stellplatz der nicht ganz so romantischen Art. Abgezockt und ausgenommen. Doch verdammt teuer ist in Deutschland. Ach, Beate Use, ne? Das genau. Fand ich auch ganz interessant. Und ich würde auch befürchten, dass wir dann so spontan da gar keinen Platz finden. Ja. Wir sind Gina und Markus. Seit über einem Jahr leben und reisen wir mit unserem selbst ausgebauten Campervan Baloo durch die Welt. Herzlich willkommen zum neuen Video. Wir befinden uns jetzt an der Mecklenburgischen Seenplatte und zwar am Plauer See. Da haben wir uns heute ausgeguckt, da gibt es ein Freilichtmuseum, das sogenannte Agroneum, was eben so die Entwicklung der Landwirtschaft in den letzten, ich weiß nicht wie viel, 100 Jahren darstellt. Und da wollten wir hin, sind jetzt hier hingekommen und haben zu unserem Entsetzen festgestellt, dass gleichzeitig hier ein Antik- und Trödelmarkt ist und es war also ziemlich voll. Wir haben aber tatsächlich hier noch einen Parkplatz bekommen auf irgendeiner Wiese, die zum Parkplatz umfunktioniert wurde. Hoffen, dass wir hier auch gut wieder rauskommen. Es hat nämlich ordentlich geregnet in letzter Zeit. Und ja, ich denke, wir nehmen euch dann jetzt erstmal mit ins Agroneum. Take me anywhere that you want. I don't even care if we come back again. And as long as the stars are shining above us, I just wanna be where you are. Der Trödelmarkt war jetzt tatsächlich ganz nett. Wir sind da kurz rüber geschlendert auf dem Weg vom Parkplatz hier zum Agroneum. Da gab es wirklich ganz viel altes Zeug. Und wir sind ja schon in dem Alter, wo wir dann nostalgisch werden und sagen, guck mal, das kenne ich noch von früher. Ja, haben uns da ein bisschen gestärkt mit lokalen Spezialitäten, der Rostocker Bratwurst und dem DDR-Softeis. Das scheint hier an so ein Ding gewesen zu sein. Ja, und jetzt sind wir hier im Agroneum. Die Sonne ist rausgekommen, alles bestens und wir schauen uns jetzt hier mal ein bisschen um, was es hier so gibt. Gar nicht so einfach. Hui, Juppadu! Fürchte, ich habe die jetzt sauber gemacht. Gina sagte mir gerade, das ist das erste Museum, wo du länger brauchst als ich. Ja, kein Wunder. Ist so viel tolle Technik hier zu sehen. Irgendwie so ein, ich sag so ein bisschen zwischen Schrottplatz und ganz vielen Exponaten, die man hier sehen kann. Überall kann man was gucken. Alte Flugzeuge, alte Eisenbahnen, hier diese Mähdrescher. Das ist klasse. Und Achtung, die Weiche! Zack! Was ich hier noch besonders beeindruckend finde, hier in der ganzen Reihe sind Eigenbautraktoren, die hier aus irgendwelchen Sachen zusammengebaut wurden. Damals, die Leute hatten ja nichts, ne? Da haben sie einen LKW-Rahmen genommen oder die Räder oder von einem Trabantenmotor oder von einem Roller und dann sich irgendwas drumherum gebaut und dann Traktoren draus gebaut. Die sehen richtig gut aus. Safe.
In solchen Steinkarten hat die Landbevölkerung, also hier die einfachen Arbeiter auf dem Land, gewohnt. Die stammen jetzt hier, haben wir gelesen, von 1800, aber bis ins 20. Jahrhundert rein haben Leute da drin gewohnt. Das sind kleine Wohnungen mit einer Stube, wo der einzige Raum ist, der eigentlich auch beheizt wird, ein kleines Schlafzimmer, wo dann die ganze Familie schlief. Und vorne hier so ein ganz kleiner Küchenbereich. Es gab kein fließendes Wasser, es gab keine Toilette, Dusche sowieso nicht. Und wie gesagt, nur dieser Ofen in der guten Stube bzw. der Herd in der Küche, der Wärme spendete. Und ganz hinten ist eine Wohnung, die ist im Originalzustand 1970. Da ist die Familie da ausgezogen. Die haben hier einen Vertrag gemacht, dass sie alles drin lassen. Und die ist also im Originalzustand. Und es ist schon krass, wenn man sich überlegt, bis 1970 haben Leute hier unter solchen Bedingungen gelebt. Wir haben uns jetzt einige Stunden hier aufgehalten, es war super interessant und wir hätten eigentlich gedacht, dass an so einem schönen Sonntag hier richtig viel los ist, aber es waren kaum Leute da und ja, hat uns super gut gefallen und jetzt geht's zurück zu Baloo. Guten Morgen aus Plau am See. Wir sind hier gestern Abend nach dem Besuch im Agroneum hingefahren. Ihr seht, das ist ein Stellplatz der nicht ganz so romantischen Art. Es ist einfach ein Parkplatz, der offiziell für Wohnmobile erlaubt ist. Sonst ist hier nichts, keine Fernsorgung, keine Infrastruktur, aber man darf hier offiziell stehen und auch übernachten. Hinten läuft die Straße vorbei, die war heute Nacht aber ruhig und das reicht uns für unsere Bedürfnisse. Bevor wir mit Vanlife angefangen haben, haben wir uns überlegt, wie soll man das hier in Deutschland überhaupt machen? Hier gibt es keine schönen Stellplätze, man ist ja so Instagram geprägt, so mit Platz am Meer, mit Platz am Wald, mit Blick über den Bergsee. Ja, ihr hört, es ist ein bisschen was los hier, ne? Und wie findet man hier sowas? Gibt es doch gar nicht. Aber sowas reicht uns, um zu übernachten. Wir wollen ja hier nicht leben und hier den Tag verbringen. Wir brauchen Platz, wo wir den Van sicher und gerade und ruhig abstellen können und schlafen können. Bisschen Infrastruktur dabei. Da hinten ist Rewe, Aldi, Lidl, können wir was einkaufen. Dann gehen wir unser Städtchen angucken und dann geht es ja wieder weiter. Also perfekt eigentlich und das ist eben auch Vanlife. Ja, aber jetzt genug gelabert. Wir wollen uns jetzt ein bisschen im Ort umschauen. Das hatten wir gerade in der Touristinformation mal gefragt, was man hier an Wanderungen hat. Und die Dame hat uns schöne Sachen dann mitgegeben. Man kann hier beispielsweise ein bisschen Richtung See gehen. Das ist dann eine runde 9,5 Kilometer durch Wald und irgendwie morastige Wege. Und das hört sich alles sehr gut an. So, heute geht's mal auf eine kleine Wanderung. Wir hatten uns ja gestern da in der Tourismusinformation informiert über eine schöne Rundstrecke, die so über Moore am See entlang und so weiter gehen soll. Das werden wir jetzt ausprobieren. Das Wetter ist nicht ganz so schön wie gestern, aber besser als vorher gesagt. Immerhin traut sich ein bisschen die Sonne raus
Und ja, wir gehen jetzt mal los. Ach, das Gute ist, wenn es nicht so warm ist, wir sind komplett angezogen. Es gibt ja hier, wie wir schon im letzten Video gesagt haben, ordentliche Mücken. Solche Mücken. Und da brauchen wir uns nicht so viel einzusprühen und werden hoffentlich nicht so zerstochen. Dieser Holzsteg hier führt über das sogenannte Hofstädter Moor. Und ist das nicht eine faszinierende Landschaft hier? Die ganzen Schwarzerlen, die hier mitten im Wasser stehen, die Gräser, wie das Wasser sich spiegelt, das ist so richtig so eine mystische Stimmung. Das ist hier richtig so ein Urwaldfeeling, wenn man hier lang geht. Es ist alles grün, man hat richtig so ein Blätterdach über sich. Ja, an der Seite schimmert da so der See durch die Bäume. Richtig schön. Hier am See weht ein ganz schön frischer Wind. Da müssen wir uns jetzt noch mal ein bisschen warm einpacken. So. Wir haben jetzt den Plauer See erreicht. Nachdem wir die ganze Zeit im Plau am See waren, haben wir jetzt auch den Plauer See mal gefunden. Der Plauer See ist der drittgrößte See hier in Mecklenburg-Vorpommern. Und ja, sieht im Moment ganz nett aus. Es ist relativ ruhig hier. Die Cafés am Weg hatten bis jetzt alle zu, obwohl laut den Preislisten der Campingplätze seit 1. Mai Hochsaison ist. Das spiegelt sich nur nicht unbedingt hier in den Öffnungszeiten von Gastronomie und Geschäften wider. Jetzt sind wir schon den dritten Tag auf diesem wenig romantischen, aber sehr praktischen und komfortablen Platz hier. An sich wollen wir heute weiter. Wir haben jetzt 4 Uhr nachmittags und sind noch nicht weit gekommen. Heute Morgen haben wir erstmal, ihr seht, die Sonne scheint endlich richtig schön. Haben wir das Solarmodul rausgestellt und unsere Powerbox mal wieder richtig aufgeladen. Dann habe ich einen Kuchen gebacken, weil wir festgestellt haben, dass hier Kaffee und Kuchen auswärts essen gehen und trinken gehen, doch verdammt teuer ist in Deutschland. Und wir können das ja hier alles machen. Ja, und so ist irgendwie der Tag vergangen mit Rumbrasseln und so. Jetzt haben wir uns überlegt, wir gehen noch mal ein bisschen durch den Ort. Es gibt noch ein paar Ecken, die wir noch nicht gesehen haben. Und dann schauen wir mal, ob wir heute Nachmittag hier noch wegkommen oder ob wir noch eine Nacht hier verbringen.
Die Tage waren wir auch hier im Burgmuseum und das war ganz toll. Es gibt hier einiges an Technik zu sehen, alte Technik. Und ein Mitarbeiter des Museums hat uns hier überall durchgeführt und hat uns teilweise die Maschinen erklärt. Dann hat er die auch zum Laufen gebracht. Es war eine Dampfmaschine, eine Drucker, Presse, eine Setzmaschine. All das hat er sehr, sehr interessiert erklärt. Das war richtig klasse. Wir stehen hier vor der Blauen Brücke, Brücke in Plau am See. Das ist eine Hubbrücke, die kann man um 1,60 Meter hochfahren, wenn Schiffe hier durchfahren wollen. Gut anderthalb Stunden hat jetzt die Runde durch den Ort gedauert. Wir haben uns noch die Schleuse angeschaut und den sogenannten Leuchtturm am Hafen, der jetzt kein Leuchtturm ist, sondern Aussichtsturm. Ein bisschen an der Elde lang. Plau am See liegt ja nicht direkt am See, sondern an dem Flüsschen Elde. Ja, und jetzt sind wir zurück und jetzt gibt es erstmal Kaffee und leckeren Rhabarberkuchen. Haben wir uns doch noch aufgerafft, heute noch mal ein kleines Stück weiter zu fahren. Um 6:30 sind wir dann doch aufgebrochen, hauptsächlich deswegen, weil unser Abwassertank ziemlich voll war und wir ein bisschen Angst hatten, dass der uns demnächst überläuft. Das heißt, wir mussten sowieso zum Campingplatz, um da zu entsorgen und wir konnten auch gleich frisches Wasser tanken. Und jetzt sind wir noch ein Stück weiter gefahren und befinden uns jetzt in Röbel an der Müritz. Und wie es hier aussieht, das werden wir dann mal morgen erkunden. Für heute machen wir es uns im Van gemütlich und hoffen hier auf eine ruhige Nacht. Guten Morgen, die Nacht hier war wirklich sehr ruhig und jetzt gehen wir mal in den Ort und schauen mal, was es hier so gibt. Es ist ein bisschen spannend, was heute hier los sein wird. Es ist nämlich für die einen Himmelfahrt, für die anderen Vatertag und da hinten hat sich schon eine Gruppe Herren gesammelt, mit entsprechenden Getränken bewaffnet. Wir gehen jetzt mal in den Ort und gucken, wie viel hier los ist. Wir haben schon gehört, in Waren ist dieses lange Wochenende ein richtig großes Fest. Irgendwas hast du gelesen? Maritimes Fest oder so? Ne? Und es werden über 10.000 Besucher erwartet. Mehrere 10.000. Mehrere 10.000. Also werden wir an diesem langen Wochenende noch nicht nach Waren fahren. Das reimt sich. Ja. Sondern werden unsere Pläne dann noch mal ein bisschen anpassen müssen. Denn wie ihr wisst, so Menschenmassen liegen uns ja auch gar nicht. Und ich würde auch befürchten, dass wir dann so spontan da gar keinen Platz finden. Ja, das ist eher. Ja, jetzt gehen wir uns jedenfalls mal Röbel angucken. Das liegt auch an der Müritz, ist aber kleiner als Waren und weniger bekannt. Sicher auch touristisch, aber wir hoffen mal, dass hier jetzt nicht so viel los ist. Es soll wohl auch ganz schön sein. Ja, auf jeden Fall, ne? Set out on the open road, same old place you always used to go, when you were younger. Speeding through a 50 zone, like your dad before, you didn't even notice. The old man with silver hair, sitting in his rocking chair. Soon you'll be there. Although it's easy to remember, it
it's as easy to forget that it leaves you feeling down and filled with some regrets. All this trick of the memory, we'll call them good old days. Wir sind jetzt ein bisschen durch Röbel geschlendert, haben die alte Nikolaikirche angeguckt und es gibt hier ein paar richtig hübsche, bunt gestrichene Fachwerkhäuschen, das ist so ganz nett. An der Hauptstraße war ziemlich viel Verkehr, ist halt Feiertag, da fährt halt alles irgendwie hin und her. Und jetzt haben wir hier diese Mühle entdeckt und das ist wirklich so ein Kleinod. Da sind lauter Kunstausstellungen drin. Also drinnen darf man natürlich nicht filmen, so wegen Urheberrecht, vermute ich, wegen der Künstler und so. Aber es ist wirklich sehr liebevoll gestaltet und auch interessant anzusehen. Sind eben zum Teil hier lokale Künstler, und ich glaube, alles lokale Künstler wahrscheinlich. Dieser kleine Ort Röbel hat zwei Kirchen, beide aus dem 13. Jahrhundert. Hier stehen wir an der Marienkirche, vorhin waren wir in der Nikolaikirche. Und das hat den Grund, dass Röbel ganz lange in Altröbel und Neuröbel geteilt war. Wobei, so neu ist Neuröbel auch wieder nicht. Altröbel war eine wendische Siedlung, da lebten hier die Ackerbauern und die Fischer. Und später wurde das Land teilweise von Niedersachsen erobert und dann zogen auf der anderen Seite, also das war irgendwie 12., 13. Jahrhundert oder sowas, die Neubürger in Neuröbel ein und jeder baute sich natürlich eine eigene Kirche. Und kurioserweise blieb diese Trennung auch erhalten bis ins 19. Jahrhundert, weil durch Röbel auch die Landesgrenze zwischen Mecklenburg und Brandenburg verlief. Und somit gehörten die beiden Kirchen auch zu zwei verschiedenen Bistümern. Ja, so hat so ein kleiner Ort heute zwei große gotische Kirchen. In Baren ist ja dieses Hafenfest. Und das ist uns immer ein bisschen voll, solche Feste. Deshalb sind wir jetzt nach Rechlin gefahren. Das ist unten im Süden an der Müritz. Und hier gibt es das Luftfahrttechnische Museum. Und das finde ich ziemlich interessant. Und da wollen wir jetzt hingehen. Ja, wir sind jetzt drin im Museum. Das Museum kostet 12 Euro Eintritt, mit unserem Schwerbehindertenausweis 9 Euro. Also wir sind hier weit entfernt von den Bedingungen in Südeuropa oder eigentlich im restlichen Teilen Europas, wo wir mit dem Ausweis kostenlos reingekommen sind. Naja, 3 Euro ist besser als nichts. Aber insgesamt ist es hier, wie wir auch schon mal gesagt haben, eigentlich eine recht teure Gegend. Also auch wenn man ins Café geht, Stück Kuchen so ab 4 Euro aufwärts. In den meisten Cafés ein paar, muss man aber schon suchen, wo es mal was günstiger ist. Kaffee für 4 Euro sind ja schon fast Schweizer Verhältnisse hier. Ja, wir schauen uns jetzt mal hier ein bisschen um und gucken, ob wir für unsere 9 Euro auch einen schönen Gegenwert bekommen. Oh, ist das klasse. Ich könnte hier eine Stunde drin sitzen. Saßen die Leute drin und konnten dann hier rausspringen. Schön finde ich sie jetzt nicht, ist schon interessant, aber von schön würde ich nicht reden. Dieses Museum hier ist entstanden, weil das war halt lange ein, wie war das, Luftfahrterprobungspunkt oder irgendwie sowas. Also auch während der Nazi-Zeit wurden hier halt die Kampfflugzeuge erprobt. Dann wurde natürlich mit Ende des Zweiten Weltkriegs hier alles abgebaut. Dann zog irgendwie hier die Russen
ein und hatten hier, ich habe nicht ganz verstanden, ob die genau hier waren oder es gibt hier noch den Flughafen Laatz irgendwie in der Ecke, die dann 92 wieder abgezogen sind. Und dann wurde hier noch eine Werft gebaut für, also auch zu DDR-Zeiten, eine VEB, die hier die Schiffe auf der Müritz reparieren sollte, vielleicht auch bauen, weiß ich nicht genau, ist mir nicht so ganz klar geworden. Ja, und so ist heute aus diesem Gelände halt dieses Museum entstanden, was halt sehr kriegslastig ist, ne? Weil es halt immer Militärplatz war. Und ich glaube, Markus und ich haben da jetzt auch einen ganz unterschiedlichen Eindruck gewonnen, zumindest teilweise. Ja, ja, wir waren ja fast 3 Stunden jetzt hier. Und also einmal fand ich es total interessant wegen der Technik. Ich liebe Flugzeuge und Flugzeugtechnik. Also das ist wirklich auch was, was, wo man hier nicht zu kurz kommt, was man alles erklärt kriegt von den Motorenfahrwerken, alles Mögliche. Das zum einen, zum anderen eben mein Traum auch so vom Fliegen, der sich hier widerspiegelt, wo ich ein bisschen schwelgen kann. Ja, und dann der dritte Punkt, der also ziemlich schlimm ist eben hier die Nazi-Zeit. Und es wurde auch was dargestellt über Konzentrationslager. Da wurden dann, da wurden Leute interviewt, die dann ihren Tagesablauf da gezeigt haben, und das war wirklich nicht schön. Ja, also ich bin ja da nicht ganz so technikaffin wie Markus, das heißt, ich muss mir jetzt nicht jeden Motor einzeln angucken, wo welcher Kolben sitzt und was weiß ich. Also ist schon mal ganz interessant, halt so einen Eindruck in so ein Flugzeug zu kriegen oder einen Einblick. Aber mich hat das eher so ein bisschen deprimiert, hier diese ganze Kriegsmaschinerie zu sehen. Und eben in der großen Ausstellungshalle ist halt diese Geschichte des Geländes dargestellt, die eben auch mit sehr viel Leid verbunden ist. Das fing schon damit an, dass in den 30er Jahren hier Leute von ihren Höfen weggetrieben wurden, umgesiedelt wurden, weil sie die als Bombenziele zum Üben brauchten und sowas. Und was eben alles hier an Unfällen passiert ist, weil im Krieg eben ganz viel schnell entwickelt wurde mit der heißen Nadel. Und dann wurden da die jungen Leute reingesetzt, flieg mal. Und wenn es nicht geklappt hat, ich glaube, wir haben gelesen, über 260 300, und 300, ja. über 300 Testpiloten sind hier gestorben, weil es eben alles unausgereift war. Ja. Und natürlich auch das ganze andere, und dass hier in der Nähe dann eben gegen Kriegsende noch so ein Vernichtungs-KZ aufgemacht wurde. Ja. Und nachher, nach Kriegsende, ging es auch nicht besser weiter. Dann haben die Russen, das war noch im Krieg, die Zwangsarbeiter, und nach dem Krieg haben die Russen dann eben hier auch so Fachkräfte deportiert in die UdSSR, damit die dafür die arbeiten. Die mussten dann, ob sie wollten oder nicht, da eben hin umziehen für einige Jahre. Also es war schon viel ziemlich Bedrückendes hier. Ja, ne? Ja. Was dann noch interessant war, es gab noch eine Sonderausstellung, Frauen in der Luftfahrt. Das war ein guter das Punkt. Das war ein guter Punkt, ja. Da wurden, ich glaube, 8 oder 9, also Elli Beinhorn kenne ich oder ist vielleicht bekannt als Fliegerin. Dann gibt es Beate Use, ne? Das fand ich auch ganz interessant. Die war ja wurde auch Fliegerin, eben, ja. Wurde eben das Leben dargestellt auf so einem Plakat, und das war super interessant. Ja, das waren mehr als 9, das waren mindestens 12, 15 oder so. Aber eben ne, so Flugpionierinnen, die sich eben da durchkämpfen mussten, dass sie überhaupt Flugunterricht bekommen haben, überhaupt fliegen durften, dann teilweise von einem männlichen Kollegen ihr Flugzeug sabotiert wurde und sowas. Wahnsinn. Ne? Ja, aber das war auf jeden Fall interessant. Ja, und ich glaube, jetzt gehen wir mal zurück zu Balu. Mit den ganzen Eindrücken, ja. Und trösten uns mit unserem leckeren, selbstgebackenen Rhabarberkuchen. Ja, also es lohnt sich, wenn jemand hier in der Gegend ist, dicke Empfehlung, hier mal hinzugehen. Und es war übrigens als Schlechtwetterprogramm geplant, weil es gestern hieß, es wäre den ganzen Tag bedeckt und uselig. Mhm. Und jetzt scheint den ganzen Tag einfach die Sonne, aber wir haben es trotzdem durchgezogen. Okay, jetzt aber ab in Balu. Ab in Balu. Wir sind jetzt ja schon 1,5 Wochen hier in MacPom unterwegs. Wir waren noch nicht einmal auf dem Campingplatz, also auf diesem Stellplatz in Lulu, in Ludwigslust waren wir, und seitdem nicht mehr.
Und an sich gehen wir ja schon ab und zu mal auf den Campingplatz, dass man eben auch mal in Ruhe alles sortieren kann, im Auto vielleicht mal eine Maschine Wäsche, auffüllen, entsorgen und so weiter. Aber wir haben uns hier verschiedene Campingplätze im Netz angeguckt und wir finden einfach, dass hier das Preis-Leistungs-Verhältnis überhaupt nicht stimmt. Nee. Ne? Also erstmal, die haben einfach mit 1. Mai, manchmal sogar 1. April, haben die Hochsaison eröffnet, also in der Preistabelle. Und das spiegelt eigentlich das andere touristische Angebot, gerade hier in den kleineren Orten, überhaupt nicht wieder. Da haben teilweise die Gastronomie hat nicht auf, die Touristeninformation hat sonntags nicht auf und oder auch nur ganz komische Öffnungszeiten. Und das andere ist, dass diese Plätze dann auch relativ teuer sind, natürlich Hauptsaisonpreis, dafür aber ziemlich wenig bieten. Ne? Dann liest man bei dem einen Platz, ja, hier ist keine Grauwasserentsorgung möglich. What the fuck? Also Grauwasserentsorgung ist doch wohl ein Basic für einen Campingplatz. Ja, oder Wasser, dass das extra kostet. Ja, das sowieso. Dusche 1 Euro oder 2 Euro für eine Minute. Ne? Ja, oder ich habe gelesen, Duschmarke 5 Euro fürs Duschen. Mal, da kann ich ja bald ins Schwimmbad gehen. Und oder ein anderer Platz, da war keine Toilettenentsorgung möglich. Da kannst du dann zwar Grauwasser ablassen, aber keine Toilette. Und ja, wir finden einfach, dass das ein bisschen überzogen ist. Also wir hatten ja auch schon mal gesagt, dass auch so die Preise uns teilweise schon recht heftig vorkommen. Ja. Und ja, anscheinend gibt es genug Leute, die das bezahlen, ne? Weiß es nicht. Ja, wird sich Ende der Saison rausstellen, wie viele Touristen dann wirklich das bezahlt haben. Und dann kommt ja auch noch die Kurtaxe dazu. Hm. Das sind ja alles Kurorte hier. Das heißt, es zu diesen Platzpreisen kommt immer noch Kurtaxe. Waren an der Müritz nimmt mittlerweile sogar eine Tageskurtaxe für Tagesgäste, die gar nicht da übernachten. Ich weiß nicht genau, wie sie das durchsetzen. Ich glaube, da gab es auch Zweifel dran, ob das überhaupt durchsetzbar ist. Ja, da fühlt man sich manchmal doch ein bisschen abgezockt. Abgezockt und ausgenommen. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, wie ihr das machen würdet mit dem touristischen Angebot hier oder wie ihr das findet, dass die Campingplätze so teuer sind. Vielleicht findet ihr ja was ganz anders. Also mal so als Beispiel, ich glaube, ich habe so gesehen, du zahlst locker 35 Euro pro Nacht für 2 Personen und dann eben oft musst du dann noch Zusatzleistungen wie Dusche oder Entsorgung noch mal extra dazu bezahlen. Ne? Ja. Ja, aber bis jetzt sind wir ja auch gut mit den freien Stellplätzen klargekommen. Ja. Also es findet sich immer irgendwo eine Toilette, wo wir unseren Pipitopf entleeren können. Es findet sich überall mal ein Mülleimer, wo man ein bisschen Müll, natürlich tun wir nicht den riesen Beutel hier an der Bushaltestelle unterbringen. Letztens sind wir auf den Campingplatz gefahren, haben dann da entsorgt und versorgt. Das kostet dann mal 5 Euro. Und, ja gut, das nimmt man. Ja, das ist dann halt das so. Das können wir dann auch machen, dann, ja. Ja, ja, aber und ich würde sagen, damit beenden wir dann dieses Video. Wir gucken mal, ob es uns jetzt weiterhin in MacPom hält oder ob uns das hier das ein bisschen verleidet. Ansonsten so die Orte und so sind ja sehr hübsch. Wunderschön, ne? Ja, wunderschön. Ja, wir freuen uns, dass ihr bis hierhin zugeschaut habt. Freuen uns natürlich wieder über Likes und Kommentare. Und abonniert, wenn noch nicht geschehen, den Kanal und drückt die Glocke. Bis nächste Woche. Ciao. Tschüss. Wir stehen hier vor der Plauer Brücke in Wo ist er denn? Ja, dieses... Noch was sagen? Nö.